Herzlich willkommen, ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor, und heute geht es tatsächlich einmal um GIMP, eine freie, kostenlose Software für die Bildbearbeitung, in der ich euch heute zeigen möchte, wie ihr Hintergründe entfernen könnt, wie ihr Objekte freistellen könnt. Und das, wie gesagt, komplett kostenlos, eine sehr gute Alternative auch zu Photoshop. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Tutorial und freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, mir einen Daumen nach oben gebt, dann bleibt ihr im 2D- und 3D-Bereich stets auf dem Laufenden. Und ich halte euch bezüglich unterschiedlichster Software auf dem Laufenden, deswegen bleibt gerne dran und lasst uns jetzt hier direkt starten. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht. Ich werde euch in der Beschreibung auch einen Link zu den Bildern schicken, die ihr euch dann herunterladen könnt gerne und das Ganze versucht nachzuvollziehen. Ich werde unterschiedliche Methoden vorstellen, ich werde unterschiedliche Herangehensweisen darlegen und ja, dann lasst uns mal direkt starten hier. Ich möchte mit dem Engel, den ich euch hier mitgebracht habe, starten und mit einer sehr einfachen Technik. Und da soll es darum gehen, über eine Farbauswahl, nämlich hier nach Farbe auswählen, möchte ich hier den Hintergrund entfernen. Das kann ich ganz einfach machen. Wenn ich hier einmal diesen Maskezeichnen aktiviert habe, dann kann ich das auch noch sehen. Ich klicke hier einmal rein und ihr seht, hier laufen die Ameisen schon und der erste Teil des Hintergrundes ist angewählt worden. Wir haben hier ganz kurz etwas Pinkes aufblinken sehen. Das ist nämlich der Bereich, der ausgewählt wird in einer Vorschau. Und wenn ich hier einmal gedrückt halte, dann kann ich diese Vorschau sehen. Und wenn ich jetzt gedrückt haltend mit der Maus, mit der linken Maustaste hier runterziehe oder nach oben ziehe, dann kann ich den Toleranzwert für die Auswahl, die ich vornehme, anpassen und so einen ganzen Bereich hier im Hintergrund anwählen. Und so kann ich hier sehr schnell die erste Hälfte des Hintergrundes anwählen. Und wenn ich jetzt den unteren Bereich noch dazu wählen möchte, kann ich hier einfach mit der Shift-Taste, ihr seht schon, das Plus erscheint, hier noch den Bereich anwählen und hier auch wieder mit der Toleranz spielen. Und dann habe ich bereits hier den gesamten Hintergrund ausgewählt und den kann ich jetzt entweder entfernen, aber dann würde nicht der Hintergrund zu sehen sein, also würde nicht der Alpha-Kanal zu sehen sein. Dazu muss ich erstmal in GIMP Rechtsklick hier Alpha-Kanal hinzufügen und dann kann ich entfernen. Und ihr seht, wenn ich jetzt noch die Auswahl auf Nichts stelle, dann habe ich hier den freigestellten Engel und komme direkt zur zweiten Möglichkeit, die ich hier in GIMP habe. Und das ist eine Möglichkeit, die wir auch in Photoshop haben. Da geht es um Pfade, die haben wir hier. Und über diese Pfade können wir ganz einfach eine Auswahl anlegen, die auch sehr präzise, sehr sauber ist. Da es sich hier halt eben auch wieder um diese Vektorpfade handelt. Also ich kann hier mit Steuerung dem Scrollrad reinzoomen und ich klicke hier oben in der Ecke beginne ich und beginne dann hier mir leicht aufziehend meine Pfade entlang der Kontur des Drachen zu ziehen. Immer wenn ich hier aufziehe, kann ich den Pfad anpassen. Ich kann die Anker hier verändern. Ich kann mit Shift draufklicken hier auf den Pfad und dadurch den Pfad unterbrechen. Ich kann hier wieder reinklicken und den Pfad an der Stelle weiterführen. Ich kann den letzten Anker anklicken und den verschieben. Und wenn ich hier einfach nur klicke, 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 dann bekomme ich einen sehr kantigen Pfad. Das möchte ich hier aber an der Stelle nicht. Deswegen ziehe ich hier einfach mal meine Pfade weiter. Mit dem Scrollrad klicken kann ich mir hier auch meine Position im Bild verändern. Und so versuche ich hier jetzt, das war einer zu viel, ich kann dann hier nochmal den Anker zurücksetzen. Und so kann ich hier jetzt sehr schnell zu meiner Auswahl gelangen, zu der ich kommen möchte. Und ich möchte gar nicht, dass ihr hier jeden einzelnen Klick mit nachvollziehen müsst, deswegen mache ich das Ganze hier mal ein bisschen schneller. So, und wenn ihr dann euren Pfad abschließen möchtet mit Steuerung, einfach auf den letzten Punkt klicken, Enter, dann habt ihr eure Auswahl. An der Stelle könnt ihr dann einfach über Auswahl invertieren, den Rest hier auswählen, Rechtsklick, Alpha-Kanal hinzufügen, entfernen und ihr könnt dann hier die Auswahl wieder ins Nichts stellen und dann habt ihr tatsächlich euren freigestellten Drachen. Und jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die ich euch hier vorstellen möchte. Es kommt dem Objektauswahl-Tool in Photoshop sehr nahe. Es handelt sich dabei um, na, wo ist es? Da, also hier die Vordergrundauswahl. Da wählen wir um dieses Objekt hier, das wir an der Stelle haben. Ihr kennt den Dinosaurier vielleicht aus dem letzten Photoshop-Tutorial, das ich mal dazu gemacht hatte. Ihr wählt jetzt einfach um diesen Dinosaurier herum eine solche Auswahl auf. Versucht es möglichst nah dran an dem Dinosaurier. Es erinnert mich immer so ein bisschen an das
wo man einen Ring durch einen Draht führen muss und nicht diesen Draht berühren darf, also diesen Metalldraht nicht berühren darf. Oh, sonst gibt es immer ein lautes Geräusch, einen lauten Piepton. Zumindest, wenn man das hier mit der Maus macht. So, wenn diese Auswahl angelegt wurde, dann können wir jetzt ganz einfach Enter drücken. Und ja, GIMP rechnet für uns, was hier der Vordergrund sein soll. Erkennt es. Und das Dunkle soll, also das Dunkelblau soll der Hintergrund sein. Das Hellblau, das hier angewählt wurde, soll also der Vordergrund sein. Und jetzt unterstützen wir GIMP nochmal beim Rechnen, indem wir den Vordergrund ausmalen. Also wir haben hier Vordergrund zeichnen. Wir haben hier die Pinselbreite, die können wir auch ein bisschen hochstellen. Und dann, ja, dann geht es darum, hier so ein bisschen den, na, das war vielleicht ein bisschen zu breit. So, jetzt geht es hier darum, den Vordergrund, was im Vordergrund erscheinen soll, anzumalen. Ihr werdet das nicht ganz schaffen, also beziehungsweise ich werde es nicht ganz schaffen, das perfekt zu machen. Versucht es möglichst präzise, damit GIMP beim Rechnen nicht so viel Schwierigkeiten hat. Natürlich ist das Objekt, das ihr da immer freistellen wollt, sehr entscheidend, wie kontrastreich das Bild ist, bei dem ihr diese Auswahl hier vornehmt. Wir können jetzt hier auch nochmal den Hintergrund zeichnen und entsprechend ein paar Anpassungen hier vornehmen. Das heißt, den Hintergrund sozusagen verbessern, GIMP beim Berechnen des Hintergrundes helfen und hier so ein bisschen das verfeinern, ihm sagen, wo der Hintergrund verläuft. Das könnt ihr möglichst präzise machen. Und wenn ihr dann damit fertig seid, könnt ihr einfach auf die Vorschau-Maske gehen und ihr seht dann, ne, wie es in etwa aussehen würde. Also jetzt seht ihr hier, so würde meine Auswahl in etwa ausfallen und ich kann jetzt hier auf Auswählen gehen und dann kann ich diese Auswahl, wenn ich möchte, noch weiter verfeinern. Nehme ich mit den Möglichkeiten, die ich auch sonst habe, hier beispielsweise, na, das, die nicht, vielleicht die freie Auswahl kann ich jetzt auch hinzufügen. Mit Shift kann ich Dinge zu meiner Auswahl hinzufügen. Das heißt, wenn ich hier irgendwas nicht in meiner Auswahl drin habe, was ich aber gerne drin hätte, da zum Beispiel diesen Buckel, das kann ich hinzufügen und dann Enter. Oder mit Steuerung kann ich Dinge von der Auswahl abziehen und dann Enter. Und ihr seht, so kann ich meine Auswahl Stück für Stück verfeinern. Und dann kann ich natürlich wieder hier Rechtsklick, Alpha-Kanal hinzufügen, Auswahl invertieren und dann entfernen. Und so habe ich hier meinen Dinosaurier freigestellt. Lasst euch ein bisschen mehr Zeit, als ich mir Zeit gelassen habe. So, und wenn ihr diesen Zustand erreicht habt, dann könnt ihr ganz einfach über Datei exportieren nach und dann an einen beliebigen Speicherort dino.png euer Bild exportieren. Ich hatte es an dieser Stelle bereits. Ich kann es hier nochmal ersetzen und kann dann hier mit den Standardeinstellungen einfach mein Bild ohne Hintergrund hier einmal exportieren. Und das war's auch schon. Ich freue mich über eure Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Tutorial.